Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir uns viele Encounter-Pokémon gefangen. Ich will nicht gegen euch. Als ob du gerade nach links schauen würdest. Yeah. Postelka! Oh, gut, dass ich gerade Feuerarsch an der Spitze habe. Im letzten Part haben wir viele Encounter-Pokémon gefangen. Denkt man, dass es Explosion kann? Deswegen setze ich sofort Blut ein. Weil das ist doppelt effektiv und, ja, Vierfachschwäche und so, ne? Gut. Das überlebt ein Postelka nicht. Wir wollen ja nicht, dass hier was Blödes passiert. Das überlebt ein Postelka nicht. Einfach mal kurz ein Level up. Sehr schön. Und, Ariados ist auch so ein Pokémon, das relativ schön ist. Oh, Ariados ist so schön. Ich liebe Ariados. Ich finde es so ein schönes Pokémon. Es hat eine neue Attacke bekommen, Ariados. Ja, eine neue Signature-Attacke. Nennt sich Spinnenfaden, glaube ich. Ne, Giftfaden. Okay. Braucht nur kein Mensch. Giftfaden senkt die Initiative des Gegners, vergiftet ihn gleichzeitig und macht gleichzeitig Schaden. Oh Gott. Also an sich klingt das ja nicht schlecht. Ja. Das Problem ist einfach nur, dass Ariados da doch immer noch nutzlos ist. Weil es einfach scheiß Werte hat. Das ist das Problem. Es bringt dir halt nichts, wenn du ihm eine einzige gute Attacke gibst. Und es dann allerdings immer noch nutzlos ist, weil die Werte halt einfach scheiße sind. So scheiße sind die Werte nicht. Doch. Nein. Doch. Ach ja, übrigens, wir haben, möchte ich mal kurz zeigen, Balloni ins Team genommen. Ja, wir haben genau. Balloni ins Team genommen. Es kann sein, dass ich ihn eventuell sogar drin behalten will und levele. Und es kann zu einer Wahrscheinlichkeit von fast 100% sein, dass ich Thunder endlich rausschmeiße, weil es geht mir. Können wir mal kurz den Namen von Thunder ändern, damit es endlich mit dem TH ja geschrieben wird, wo es mir gerade einfällt? Stimmt ja. Und dann kann es gut sein, dass ich Thunder einfach rausschmeiß, weil es geht mir so auf den Sack. Es geht mir so dermaßen auf den Sack. Dabei hat es dir so gute Paralysedienste erwiesen. Das ist leider wahr. Es hat mir unglaublich gute Paralysedienste erwiesen, aber das ist das Einzige. Ich habe es nur gebraucht, um Pokémon zu fangen, weil es kann paralysieren und es fügt dem Gegner keinen Schaden zu, wodurch ich sehr, sehr nah an den roten Bereich kommen kann. Ja, klingt doch gut, oder nicht? Ja. Yeah. Mina, Frage, was machen wir mit unserem Evoli, das wir bekommen werden? Ein Psyana. Psyana? Es ist eine legitime Sache. Es ist eine legitime Sache. Ich hätte mir aber eher vielleicht Aquana gedacht. Oh, ein Wasser-Pokémon war auch nicht schlecht, das deswegen stimmt. Weil dann hätten wir was gegen Wasser. Das ist wohl wahr. Man könnte deswegen auch Blitzer nehmen, aber das Problem ist, wir brauchen irgendwas, was Wasserangriffe tankt. Ich wollte gerade sagen, Blitzer kann doch auch nichts. Die ganzen Elektro-Pokémon können nichts. Naja, Blitzer kann wenigstens Donnerblitz lernen. Ja, aber erst voll spät. Auf Level 785 Trillionen. Ja, siehst du. So, wir schauen mal. Was für ein Typ hat diese Arena? Mina, ich tippe auf Elektro. Wäre nicht gut. Oder Boden. Okay. Ich sage jetzt einfach mal, wir haben eine Feuerarena. Es ist Geist oder Flug. Achso, Flug kann es auch sein, stimmt. Geist oder Flug? Es ist Geist oder Flug. Ich glaube, ja, Flug wäre nicht so gut. Flug wäre nicht so gut? Na, dann kann ich mit Pampyro nicht so viel machen, weißt.
Geist wäre mir da irgendwie ein bisschen lieber, aber Geist gibt's dann auch so gefährliche. Ich habe keinen Bock, dass der mir in Gänge ist. Oh mein Gott! Es ist eine Geisterarena. Nein, es ist eine Flugarena. Es ist eine Flugarena. Natürlich. Ich wollte auch Flug sagen. Flug war in meinem Kopf, aber Geist habe ich gesagt. Oh, wir haben hier Lugia Level 16 und ich bin gezwungen rauszuwechseln. Oh, soll ich mal gucken, was Lugia kann? Mhm. Bitte. L-U-G-I-A. Oh, ich habe einen vertippt. Lugia kann in der vierten Generation auf Level 16 Wirbelwind, Bodyguard und Windstoß. Nein, Meteorologe, Wirbelwind und Windstoß. Das ist und alles... Drachenstoß. Aber es kann nur vier Attacken. Aber Drachenstoß ist für eine gefährliche Attacke. Die hat eine Stärke von 100. Es kann nur vier Attacken. Welche vier kann es? Ja, Meteorologe, Wirbelwind, Windstoß und Drachenstoß. Okay. Drachenstoß ist scheiße. Drachenstoß ist richtig scheiße. Vor allem Drachenstoß wechselt ja auch raus. Ich überlege gerade, ob ich auf Schlappohr gehen will. Weil Schlappohr würde Lugia halt echt Schaden machen. Aber tankt Schlappohr auch, Schlappohr. Ich könnte auch auf Ente gehen. Ente tankt definitiv. Ich glaube, es ist besser, wenn wir mal auf Ente gehen. Ente tankt auf jeden Fall ein bisschen was. Na, es kommt gleich der Drachenstoß. Oh, stopp. Drachenstoß haut gar nicht automatisch raus. So, wie viel mache ich mit Psystrahl, der nicht sehr effektiv ist? Gar nichts. Sehr schön. Wirbelwind. Wen wechselst du rein? Ach ja, Wirbelwind war ja so ein Schmarrn. Igel Lava ist okay. Igel Lava ist durchaus okay. Wow. Ich mach Lugia halt echt keinen Schaden. Bitte verbrenne es halt einfach. Verbrenne es, das wäre so wichtig. Warum verletzt sich selber? Yes! Die Hexen sind auf meiner Seite! Er wird wieder so viel Schaden machen. Ah, das kann zurückchecken. Meteorologe. Ist ja nicht so ein starker Angriff, zum Glück. Könntest du mal bitte irgendwelche Hacks bekommen und verbrennen? Ich hab Angst. Ich nehme einen normalen Trank für Inferno. Aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass da jetzt irgendwie ein Ultra-Crit kommt oder irgendwie sowas, weißt du? Ja. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Drachenstoß, sehr gut. Der geht zum Glück immer wieder gerne daneben. Meteorologe darfst du auch einsetzen. Es hat es nicht so gefährlich angefangen, aber... Man sieht es halt, es tankt halt so viel. Wirbelwind. Schlappohr! Haspiro. Schlappi! Schlappohr! Mach's kaputt! Natürlich machst du es. Als ob du halbe Sachen machen würdest. Puh. Ein Driftzeppeli. Zum Schluss noch was Nettes. Erstmal Gesichter, damit ich es überhaupt verletzen kann. Auf einen Komprimator. Gesicht ist eigentlich so eine gute Attacke. Ja und nein. Ist halt praktisch, dass du Geist-Pokémon dann auf einmal mit Kampf- oder Normalattacken angreifen kannst. Es ist halt wirklich sehr praktisch, das stimmt. Ah, den gab es auch noch Finalschlag, stimmt. Yes! Okay. Alter, die hat ein Lugia.
Das Lugia hat mir jetzt schon ein bisschen Angst gemacht. War auch stark. Lugia ist ein starkes Pokémon. Zum Glück konnte das jetzt nicht so mächtige Attacken. Oh, meine Finger tun weh. Wegen was? Wegen, Festhalten von Blättern. Ja, man kennt's, Blätter mit dem enormen Eigengewicht. Ja. Ein Ninjask. Ninjask ist vollkommen okay. Ich meine, Feuerarsch wischt mit denen den Boden auf, oder? Ja. Es ist schneller, das ist klar, weil Ninjask ist lächerlich schnell. Wie schnell? Sehr schnell. Das schnellste Pokémon der Welt? Nein, das wäre Deoxys in der Speedform. Aber Ninjask gehört zu den schnellsten. Also ich denke mal, es wird schon irgendwo Platz 5 oder so sein von den schnellsten. Ninjask ist verdammt schnell. Cool. Oh! Aber sowas von wollen wir Flammenrad lernen. Endlich mal eine bessere Feuerattacke als du. Oh ja. Kramchef. Kramchef ist so ein Pokémon, da will ich eigentlich nicht drin bleiben. Falls du Flugattacken kannst. Aber Igelava würde halt lächeln. Ich würde auf jeden Fall einen Angriff tanken mit jeder Flammenrad. Das ist schöner Schaden. Erstauner. Oder. Erstauner macht aber schon lächerlich Schaden, ey. Dafür, dass es Erstauner ist. Und kein Step. Oh, der ist wichtig, der Burn. Oh mein Gott! Zum Glück kam jetzt der Burn. Oh! Das hätte sonst gereicht, ne? Der Burn hätte. Ohne den Burn wäre Feuerarsch jetzt down, ja. Krass. Der Burn hat mir gerade echt das Leben gerettet. Weil du musst ja bedenken, der Burn hat jetzt den Angriff halbiert. Ui. Eieieiei. Das war gefährlich. Das war sehr gefährlich. Wir gehen hier definitiv schnell wieder raus. Und heilen uns mal kurz. Und dann ist es eventuell sogar eine gute Idee, wenn wir Feuerarsch nicht als Starter-Pokémon haben. Ja. Vielleicht wäre Igelava besser. Ich meine nur. Bim, bim, bidi, bim. Okay, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn wir einfach mal mit Inferno leaden, weil mit dem Rest will ich nicht leaden. Außer Thunder. Thunder wäre halt echt kein schlechter Lead. Ich meine, ich könnte sofort paralysieren und so und... Das ist alles schon cool, aber Thunder ist halt... Es ist halt so nutzlos. Naja, nutzlos jetzt auch nicht, aber... Es ist unglaublich nutzlos. Es hält halt nichts aus. Und es macht auch nichts. Ja, noch nicht. Es wird auch später nicht wirklich was ausrichten. Weil es wird wahrscheinlich gar nicht so lange überleben, bis es Donnerblitz kann. Okay. Und sie hat... Wow. Taubsi! Deswegen habe ich Angst gehabt und habe meinen Start-Pokémon gewechselt. Okay. Du konntest ja nicht wissen, dass sie Taubsi als erstes nennt. Geh kaputt. Och, komm schon. Das Taubsi macht echt viel Schaden. Dafür, dass es nur Level 17 ist und nur ein Taubsi.
Ich mag liebend niedliche Pokémon lieber als starke Pokémon. Das erinnert mich irgendwie an dich, Mina. Ich mag alle Pokémon. Außer Pomelo. Komm schon! Komm schon, was soll denn das? Soll ich mal gucken, was Rayquaza kann? Bitte. Yes, the burn! Immerhin habe ich gleich den Burn und der Burn ist so wichtig. Rayquaza kann... Welchen Level 5? Knirscher! Nee. Doch, den hat er gerade eingesetzt. Doch, Windhose, Grimasse, Knirscher und Schallwelle, mehr nicht. Ich muss rauswechseln. Was, Windhose, Grimasse, Knirscher und Schallwelle. Schallwelle. Das bedeutet, ich kann auf Feuerarsch wechseln. Weil, weil Windhose ist erstens physisch und zweitens ein Drachenangriff. Nein, Windhose... Ah doch. Windhose ist Drache. Stimmt. Okay, hau ihm ein Flammenrad rein! Schön! Alter, es ist halt wirklich lächerlich, was Rayquaza immer noch für Schaden drückt. Es drückt halt immer noch so viel Schaden, obwohl der Angriff halbiert ist, weißt. Halbiert es den Angriff gleich? Burn? Ja. Burn halbiert den Angriff, ja. Krass. Was meinst du, warum Burn eine der geilsten eine der geilsten Statusveränderungen ist? Wurde aber sehr stark genervt. Warum? Weil Burn ja nicht nur den Angriff halbiert, sondern auch immer ein Achtel der KP abgezogen hat, glaube ich. Oder ein Sechzehntel. Und in einer späteren Gen macht Burn weniger Schaden. Also es halbiert immer noch den Angriff, aber es macht weniger eigenen Schaden, glaube ich. Weniger passiven. Aber Burn ist halt immer noch meiner Meinung nach eine extrem gute Statusveränderung für den Gegner. Es sei denn, du bist ein Hariyama, ein Hariyama sage ich schon, ein Meistergriff, dann ist auch für dich selbst ein Burn geil. Guck mal, Ledian hat doch auch voll die schlechten Werte. Ledian ist fürchterlich. Ich mag es aber auch vom Design nicht so. Echt? Ich find's vom Design voll cool. Mm-mm. Wablu. Da gehe ich auch Inferno, weil ich Angst habe, dass es irgendwie Windstoß oder Flügelschlag kann. Furienschlag. Ich habe Angst, dass der Arenaleiter... Alter, schon wieder Burn. Ich habe Angst, dass der Arenaleiter irgendwie so ein ultra starkes Rayquaza hat oder ein ultra starkes Altaria oder sowas. Hat er nicht. Cool bleiben. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es einfach mal, weil sonst würde mir Bianca echt Probleme machen. Das Rayquaza war halt schon gefährlich. Ja, aber sei froh, dass Bianca nicht ihr normales Walzer Miltank hat. Das wäre mir lieber. Was? Ja, das wäre mir wesentlich lieber. Du bist komisch. Das normale Walzer Miltank würde gar nicht lange genug überleben, um irgendwie was zu reißen. Weil Pampyro es erstens auseinandernehmen würde und außerdem würde es gar nicht erst an der Wall von Porygon vorbeikommen. Ja gut, Porygon stimmt. Das setzt einmal einen Walzer ein, dann setze ich Umwandlung 2 ein, werde dadurch zum Stahltyp und dann macht das Viech gar nichts mehr. Hä, ich dachte, du wirst dann zum Geisttyp. Ich verstehe das irgendwie nicht. Umwandlung 2 macht mich zu dem Typen, der stark gegen die zuletzt eingesetzte Attacke des Gegners ist. Wenn der Gegner zuletzt eine Kampfattacke eingesetzt hat, dann werde ich automatisch dadurch zum Geisttypen, weil der ja stark gegen Kampf ist. Aber der Flug ist auch stark gegen Kampf. Dann werde ich zu einem von den beiden. Ach so. Ich werde zu dem Typen, zu einem Typen, der stark dagegen ist. Und das ist gut. So, und da der Part jetzt vorbei ist, würde ich mal sagen, wir lieben alle Cliffhanger.
und machen den Arena-Leiter beim nächsten Mal. Wir wissen, dass es ein Flug-Pokémon-Trainer ist. Mit Rayquaza und Lugia und Ho-Oh im Schlepptau. Alter, verschreiß nicht. Das wäre echt kritisch. Und dann würde ich mal sagen, meine Freunde, sehen wir das einfach mal beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war dann jetzt bei Pokémon Soul Silver, der Randomizer Nuzlocke Challenge für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.